Hungernden etwas zu essen gegeben, körperlichen Schmerz verringert, Menschen, die von einer Katastrophe getroffen wurden, einen Neuanfang ermöglicht. Das Jahr 2016 geht zu Ende und ich möchte mir einen Moment Zeit nehmen, um Ihnen, unseren Freunden und Partnern, zu danken. Es ist wirklich erstaunlich, was Gott tun kann, wenn wir zusammenarbeiten und ihn durch uns alle wirken lassen. Sie haben uns dabei geholfen, über 31 Millionen Mahlzeiten an Kinder zu verteilen und ihnen davon zu erzählen, dass Jesus sie liebt. Es gibt so viel Krieg und Gewalt in der Welt wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Dank Ihnen haben Tausende von Flüchtlingen sauberes Wasser, eine warme Dusche und die wichtigsten Dinge zum Leben bekommen. Sie haben uns dabei geholfen, Brunnen in abgelegenen Gebieten zu bauen, sodass die Mädchen wieder Zeit für die Schule haben. Vorher waren sie den ganzen Tag unterwegs, um Wasser zu holen, was sehr gefährlich für sie war. Bei den Brunnen wurden auch Kirchen gebaut, um den Menschen von Gottes lebendigem Wasser zu erzählen. Ihr Beitrag hilft uns auch, Frauen und Kinder aus Menschenhandel zu befreien. Wir arbeiten dabei mit dem Dream Center in Los Angeles und vielen anderen Organisationen zusammen, Menschen aus Sucht und Abhängigkeit zu befreien. Ihre Spenden haben den Menschen nach der Flutkatastrophe in Louisiana und Missouri geholfen, ein neues Leben aufzubauen. Auch weltweit konnten wir Menschen nach Naturkatastrophen unterstützen. Ohne Ihre Mithilfe hätten wir 2016 nichts davon tun können und deswegen möchten wir Ihnen ganz herzlich dafür danken. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, was Gott durch Joyce Meyer Ministries bewirkt, gehen Sie auf joyce-meyer.de/Bilder und lassen Sie das Jahr in Bildern Revue passieren. Ich danke Gott jeden Tag für Sie und freue mich auf das, was Gott 2017 mit uns vorhat, wenn wir weiterhin gemeinsam von Jesus erzählen und Menschen in Liebe begegnen. Und Sie sind dabei, wohin wir auch gehen.